Ja, danke, dass wir hier sein dürfen und danke, dass ihr alle da seid. Wir erzählen heute über unsere Herzensthemen und ja, stellen uns vielleicht einfach vor. Magst du anfangen? Ja, danke Doris. Vielleicht vorab, die Doris hat mir eben schon gesagt, sprich langsam und dann darfst du nicht so räuspern. Also ich bin nicht so ein abgezockter Keynote-Speaker, deswegen seid gnädig mit eurem wertschätzenden Feedback. So, das bin ich. Doris hat das gemalt, sieht super aus, finde ich. Ich bin in der DB Systel Abteilungsleiter und habe verschiedene andere Rollen, Community Lead, agile Führungskraft, was auch immer das bedeuten mag, Agility Instructor, da können wir später in der Q&A-Session noch ein bisschen was zu sagen. Und ich bin heute so ein bisschen der Top-Down-Part. Genau, das bin ich. Habe auch ich gemalt. Das war mir wichtig. Und ich bin Doris Lein. Mein Twitter-Hashtag ist Doridorade, fragt nicht. Ich bin Enterprise Strategist in der DB Systel. Also wir sorgen mit einem Team dafür, dass Strategie entsteht und sich in den Backlogs wiederfindet der Teams. Ich bin Facilitator Mind Change, Product Owner Culture for Success. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und auch genauso wie der Till Agility Instructor. Das hat was mit der Transformation zu tun. Till, erzähl doch mal, was dich antreibt und genau und wie du so tickst. Genau, wir fangen quasi beim Anfang an, das ist immer ganz geschickt. Erstmal war mir ganz wichtig, schon immer in dem Moment, wo ich die erste Führungsposition einnehmen konnte. Führung ist eine Rolle, ganz klar, ist keine Machtposition oder sonst irgendwas, ist ein Aufgabenpaket, ist genauso viel wert oder wie Softwareentwicklung, Tests, whatever. Es ist nichts höherwertigeres, sondern es ist für mich einfach eine Rolle, für die man Skills braucht, fertig. Wir nehmen euch jetzt auf eine persönliche Reise mit. Also wir befinden uns jetzt so ungefähr bis Jahr 2014. Ich hatte bis dahin schon vieles gesehen in Unternehmen und mir wurde immer klarer, dass die Herausforderungen in den Unternehmen nicht an mangelnder Fachlichkeit uns daherkommen, sondern einfach, weil Zusammenarbeit nicht gut funktioniert oder oft ein Thema ist. Also es ist was, was mich angetrieben hat und was ich kaum verstehen konnte. Was mir wiederum auch immer sehr wichtig war, ich möchte authentisch sein und ich möchte nicht, egal in welcher Rolle ich bin, irgendwie schauspielen müssen, was weiß ich, im Führungskreis dann besonders, keine Ahnung, besonders politisch wirken, besonders schlau. Ich möchte einfach so sein, wie ich bin, möchte auch mal Blödsinn erzählen dürfen und genau, das ist mir sehr wichtig. Ja, und dazu kommt, ich glaube, dass Menschen sehr großartig sind in ihrer Unterschiedlichkeit und dass jeder eine fabelhafte Persönlichkeit mitbringt. Und ich finde es unglaublich schade, wenn Menschen diese Persönlichkeit am Empfang abgeben müssen, weil jetzt ist wieder Arbeit und jetzt mach mal wieder ordentlich. Also ich glaube, dass Persönlichkeit sehr viel ausmacht, auch in großen Unternehmen. Und ich möchte Mensch sein und nicht Ressource. Also wenn hier Menschen HR, also das wäre mir ein Herzensthema, wenn ihr dieses HR irgendwie, weil Ressources finde ich einfach nicht gut. Danke. Und dann hatte ich ein Schlüsselerlebnis, das war ganz witzig, weil ausgerechnet ein Mitarbeiter, ich finde den Begriff auch nicht so doll, ich sage Kollege, ein Mitarbeiter, Kollege, sprach mich darauf an, vor, ich weiß nicht, inzwischen 4 Jahren. Till, Management 3.0, guck dir das mal an, das könnte was sein für dich. Geht es um Veränderung von Führung und das war ein unglaublich wertvoller Impuls. Der Mitarbeiter, der Kollege, den ich da bis heute dankbar bin, Michael Binzen, der ein oder andere kennt den bestimmt hier aus dem Kreis. Genau, der hat mich da sehr nachhaltig geprägt. Ich habe mir das Thema angeschaut. Ich war tatsächlich auch, wie man das so macht, erstmal Druckbetankung auf einem Seminar. Aber das Eigentliche kam dann danach, dass ich nämlich gemerkt habe, dieses Mindset, was dahinter steckt, ist unheimlich wertvoll und entspricht auch irgendwie so meiner Art zu denken, was Führung betrifft.
Führung eben als Enabler, als Begleiter, als Unterstützer und nicht als derjenige, der die Entscheidungen trifft. Das war ein sehr, sehr nachhaltiger Impuls von einem Kollegen. Und wichtig ist auch, wir beide sind im gleichen Unternehmen und kennen uns bis dahin eigentlich überhaupt nicht. Also wir hatten keine Berührungspunkte und gerade beim Vorbereiten für die Keynote ist uns aufgefallen, wie ähnlich eigentlich wir so geprägt sind, als wir das nochmal Revue passieren lassen haben. Auch ich hatte einen Impuls von außen, aber eben auch in der gegenüberliegenden Rolle. Meiner ist nicht ganz so berühmt wie Michael Binzen, aber es war Bodo Jansen von Obdalsboom. Der eine oder andere kennt ihn und ich habe gesehen, dass Bodo Jansen mit seiner Art und Weise Obdalsboom-Weg bei 3:09 damals saß und ich habe gedacht, oh mein Gott, wenn das denkbar ist. Also wenn es Manager gibt, die darüber nachdenken, sich selber in Schweigekloster und Achtsamkeit zu üben und auf der anderen Seite halt tatsächlich loslassen können und Menschen wirken und enablen kann, das wäre doch gigantisch. Also witzigerweise beide die Impulse von der anderen Seite. Genau. Und dann, also wir waren so sehr in unserem Bereich und unserem Wirkungskreis unterwegs und dann passierte aber etwas, was uns sehr in die Karten gespielt hat. Dann gab es nämlich eine Begebenheit, wir sind jetzt 2014, hat die DB Systel rückwirkend betrachtet eine große Krise gehabt und da gab es eigentlich den großen kulturellen, die große kulturelle Veränderung. Wir lassen Strategien nicht hinter oder in Werkstätten hinter verschlossenen Türen entstehen, weil das hat uns nie so weit gebracht, wie wir wollten. Das hat uns die Erfolge nicht gebracht, die guten Ideen nicht ins Unternehmen gebracht. Wir machen es anders, wir müssen es komplett anders machen. Und es ist ein Programm initiiert worden, 2014, das nannte sich Code Zukunft. Und vielleicht magst du erzählen, was das Besondere war. Ja, ich würde das sehr gerne. Ja, super. Das sind die Initiativen, die dann gestartet wurden. Und das für uns Revolutionäre war, dass es strategische Themen sind. Und es waren alle, die kompletten 4.000 Mitarbeiter, nee, damals waren wir ein bisschen weniger, 3.600 Mitarbeiter, wurden eingeladen, teilzunehmen. Also jeder, der da irgendwie ein Thema für sich identifiziert hat, wo er gesagt hat, ah, da brenne ich für, das will ich vorantreiben, da will ich mitmachen und will das mitgestalten und nicht nur immer Strategien vorgesetzt bekommen, der hatte hier eine Chance, sich zu melden. Und die Chance haben dann tatsächlich viele Mitarbeiter auch wahrgenommen. Was schätzt ihr, wie viele Mitarbeiter haben wohl mitgemacht? 3.600 waren wir damals. 800. Ah, schade, 1.000 waren es nicht, 800 waren es auch nicht, aber schon ganz gute Zahlen, also es waren 600 immerhin, ja, von 3.600 ist dennoch ganz, ganz ordentlich, wenn man denkt, sonst wären Strategien eben in der GF und mit irgendeinem anerkannten Beratungshaus gemacht, sind dann irgendwie 10 Leute beteiligt vielleicht, hier waren es 600. Und am Anfang hat man sich tatsächlich gefragt, also wir haben ja alle einen Job, wir sind sehr, sehr eingespannt, wird sich überhaupt auch nur einer melden? Und wie ernst, also wie zuversichtlich sind die Menschen und wie ernst ist es tatsächlich im Unternehmen, das zuzulassen, was da auch geschieht? Das war eine sehr besondere Stimmung, also ich werde das nie vergessen. Und für mich war klar, also jetzt oder nie. Und für mich war es die Mitarbeiterführung Kultur, die wir da sehen, das ist die INI 4. Das war eine sehr besondere Situation. Waren viele Führungskräfte, aber auch viele Mitarbeiter und wir waren in Hochzeiten 160 Menschen, die da mitgewirkt haben, immer so, wie sie in ihrem Maße das tun konnten. Also mal haben bei welche was Korrektur gelesen, 2 Stunden, manche haben aber sehr, sehr aktiv Dinge tatsächlich vorangetragen. Genau. Ich hatte da auch Berührungspunkte, ja. Gerade mit dieser Initiative, ist ganz witzig. Ich habe mich nicht beteiligt, muss ich gestehen, an diesen Dingen, weil ich hatte ein anderes Thema, wofür ich brannte und was mir auch wichtig war und ich wollte das wirklich auch ins Unternehmen bringen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache mal ein Brownback. Kennt ihr vielleicht so eine Mittagsveranstaltung? Habe eingeladen, ich möchte gerne einfach mal teilen, was ich erfahren habe.
Und das war diese denkwürdige Veranstaltung. Irgendwie so 12 Mannequin waren dabei. Der eine oder andere ist auch wirklich wach geblieben bis zum Schluss. Also es war schon wirklich, wirklich gut. Aber das Beeindruckendste war, dass vorher eben diese besagte Initiative Mitarbeiter, Führung, Kultur ankam und sagte, um Gottes Willen, du kannst doch jetzt nicht so ein Thema da reinbringen. Das ist doch unser Thema. Und wollten dann sozusagen das noch claimen. Und wir haben uns dann irgendwie engagiert, also diese besagte Initiative durfte dann vorher nochmal sagen, ja, wir sind auch da und irgendwie gehört das Thema auch zu uns, auch wenn der Moritz das jetzt schon mal getrieben hat. Ja. Genau. Genau, wir haben dich eingefangen. Genau. Und das ganz gut. ja, das war wirklich so eine Sache, weil 3-0, das passte überhaupt nicht. Alles war 4-0 und da kommt jetzt so eine Führungskraft, die macht 3-0 typisch. Ne? Also der weiß halt auch noch nicht, wo es hingeht. Aber gut, wir haben uns das angehört und es war wirklich cool. Also kennt jemand, war jemand schon mal bei der DB Syste? Kennt jemand das Skydeck? Also das ist das Skydeck 2015, da war das nämlich noch nicht da. Das ist auch so ein Ding, die Initiative 3, Innovationsrevolution. Das sind wirklich die Mitarbeiter, die das Skydeck geschaffen haben. Also das ist auch, das gab es vorher nicht. Die gesagt haben, wir müssen auch mal zeigen, was wir drauf haben. Und das sieht man eben nicht in Büros, was auch eine Versicherung oder eine Bank oder sonst was sein könnte. Man sieht überhaupt nicht, wofür wir stehen. Genau, dann gab es aber noch ein anderes Foto. Genau, also das möchte ich nochmal darstellen. Entschuldigung, das ist also 2015 war das, ja. Genau. Ja. Und zum Vergleich, wie es Management 3.0 jetzt bei uns aussieht, aktuell oder 2017, dieses Bild. Jetzt muss ich gestehen, es sind nicht alle Systelane. Also der ein oder andere kennt den Niederländer hier vorne beispielsweise, der arbeitet nicht bei uns. Aber das zeigt sozusagen, das Thema Management 3.0 war bei uns in der Firma auf einmal sehr präsent. Wir haben im letzten Jahr das erste deutschlandweite Management 3.0 Gathering bei uns organisiert und durchgeführt. Und das war also eine Riesensache. Also man merkt einfach, Management 3.0 ist bei uns da angekommen. Ja. Und das Foto ist was Besonderes, weil das sind nämlich externe Firmen, also alle Firmen, Konzerne waren eingeladen oder waren dabei, die mit Management 3.0 arbeiten. Und das ist auch was, was sich total verändert hat. Die DB Syste hat aufgemacht. Also während man da sonst ganz schwierig reinkam und ganz viel Interesse, weil es ein so hohes Gebührhäute ist und man so einen tollen Ausblick hat, war es jetzt so, dass es Leute wirklich wegen uns kommen. Also das ist eine große Veränderung, die wir nicht erwartet haben, aber tatsächlich uns sehr freut und worauf wir sehr stolz sind. Es sind viele Leute oder es sind einige Leute hier im Publikum heute, die sich auf dem Foto erkennen dürften. Genau, das war so eine Geschichte. Bei uns in der INI 4 haben wir gedacht, wer weiß, wie lange der Konzern uns das durchgehen lassen wird. Und wir haben gesagt, alles, was draußen ist, ist draußen und das ist gut so. Und das Erste, was wir getan haben, ist, uns tatsächlich das Innenverhältnis anzugucken, Führung, Vorgesetzte wollen wir nicht, wir wollen Führungskräfte. Wir haben sehr stark auf die Sprache geachtet, Abteilungen teilen ab, Mitarbeiter arbeiten mit, aber bitte nicht selbstständig. Angestellte werden angestellt, kennt man spätestens seit Stille Revolution und dazwischen muss man aufpassen, dass sie nichts anstellen. Also sehr stark über Sprache. Und das ist auch etwas, was sich verändert hat. Also wir haben 3 Hierarchieebenen und man hat immer so von Unterstellungseinheiten gesprochen. Also keiner der heutigen Hierarchieebene kann das, also sagt das selber noch. Ne? Also das passt auch nicht mehr, wir sind hier nicht unterstellt. Also diese, was Wörter ausmachen, wenn man wirklich darauf achtet. Also damit fängt eben auch so ein Bewusstsein für das an, was uns auszeichnet. Und Kultur ist immer da und das zeigt eben sehr viel. Und Sprache und Haltung ist eben der Ausdruck unserer Kultur. Also das ist unsere alte Denkekarte, ich habe die auch mal mitgebracht und die hat nicht nur die rote Seite, sondern die hat auch eine grüne Seite. Darauf haben wir 6 kulturelle Leitlinien aufgeschrieben und eine derer ist, mein Chef ist mein Dienstleister. Ich bezahle als Mitarbeiter, weil ich leiste, verdiene ich das Geld in dieser Firma und damit auch das Gehalt meines Chefs.
Und es war damals sehr revolutionär und das hat, ich weiß auch heute, dass es keine gewaltfreie Kommunikation ist. Im Nachhinein entschuldige ich mich dafür. Aber ich glaube, das musste raus. Also, und das hat sehr viel an Gespräch tatsächlich in Bewegung gesetzt. Und wir haben nicht nur diese Karten, sondern wir haben tatsächlich einen Gamification-Tag für alle Führungskräfte, eine Veranstaltung gemacht. Und wir haben uns, wie stellen wir uns Führungskräfte vor? Was sollten die für Supermächte haben? Der Leader, Enabler, Networker, Developer. Und schon damals habe ich gemerkt, die Antwort liegt oftmals im System und wir haben unter 3600 Menschen so viele persönliche Kompetenzen und Fähigkeiten. Wir haben diesen Comic, das ist wirklich ein Kollege, der das gemacht hat. Also ich rufe als erstes immer in die Organisation ran, ich brauche jemanden, der das oder jenes kann und ich bin jedes Mal wirklich sehr glücklich. Wir haben DJs, wir haben Impro-Trainer, wir haben so viel und Menschen die Bühne zu geben für etwas, wofür die Arbeit, also jetzt, ne, also die nicht so direkt Berührung hat, aber einen kulturellen Beitrag leisten kann, ist was ganz, ganz Besonderes. Der Tag sah dann so aus, dass alle Führungskräfte und damit auch Till dabei war und vielleicht mal als Gast oder Teilnehmer erzählen kann. Genau, das Dialogspiel Führung. Also ich finde es wirklich bemerkenswert, deswegen möchte ich es nochmal unterstreichen. Wirklich von Mitarbeitern entwickelt, designt, alles liebevoll. Die haben wochenlang da irgendwelche Kärtchen geschnippelt und gezeichnet und laminiert. Also es war wirklich Wahnsinn. Das ganze Spielkonzept, alles von Kollegen entworfen, nichts reingekauft. Also allein das macht mich auch ein Stück weit stolz. Also das fand ich wirklich super. Und entstanden ist das Dialogspiel Führung unter anderem. Und da haben wir quasi als Führungskräfte spielerisch erlebt und wirklich erlebt, was es heißt, Mitarbeiter in ihren Kompetenzen wachsen zu lassen. Ja, mal nicht auf sich selbst vielleicht zu schauen und sich selbst wachsen zu lassen, sondern wirklich den Mitarbeiter wachsen zu lassen. Dem Mitarbeiter einen Raum zu schaffen, um netzwerken zu können. All solche Aspekte, im Prinzip die vier Aspekte, die ihr da oben seht auf der Karte, haben wir spielerisch uns erarbeitet und erlebt, ja, tatsächlich in dem Spiel. Und das war wirklich nachhaltig. Heute muss ich sagen, das war viel nachhaltiger als irgendwie jedes Seminar, was ich jemals besucht habe, weil es halt wirklich, man hat es direkt durchgespielt. Man hat es nicht nur irgendwie gesehen, wahrgenommen, zur Kenntnis genommen, sondern man hat es erlebt. Dankeschön. Vielleicht erinnerst du dich auch noch hieran? Oh ja. Oh ja, genau. Das war auch so ein Ergebnis der Initiative Mitarbeiter, Führung, Kultur. Und zwar haben wir eine erste Fuck-Up-Night durchgeführt. Und da durfte ich also auch ein Scheitern von mir vorstellen. Das vergesse ich nicht. Zum Glück haben wir ohne Mikro gearbeitet, weil ich war so zittrig. Ich saß da vorne und habe im Prinzip erzählt, wie ich gescheitert bin, Mitarbeiter bei einer Veränderung zu begleiten. Ging wirklich richtig übel in die Hose und das habe ich dort vorgestellt. Und das war nicht einfach, aber es war auch sehr, also für mich sehr bewegend. Ich habe hinterher sehr tolle Rückmeldungen bekommen. Und wichtig war eben auch nicht nur das Scheitern darzustellen, sondern eben auch, ja, das Learning, was ich damals hatte. Und das ist auch wirklich eins, was mich bis heute bewegt. Eben dieses One-Fits-All passt nicht. Und das ist, was vielleicht auch so Begleitung immer so aufwendig macht. Man muss sich mit jedem einzelnen Menschen befassen und beschäftigen. Man muss gucken, was bewegt den, was hat der für Themen und so weiter. Und genau, das habe ich auf dieser Veranstaltung vorgestellt. Und ja, es war auch für mich so ein bisschen Gänsehaut- und Angstschweiß-Moment. Ja, also ich bin auch froh, dass wir das Foto noch haben. Also 2015, man sieht im Hintergrund große Diskussionen auch. Also darf jetzt eine Initiative, die sich mit Kultur beschäftigt, Fuck sagen? Also wir haben das ausgesternchen, ne? Und die DB liebt Abkürzungen und Fuck Up Night heißt Fun. Also das ging wunderbar. Wir haben von der Fun gesprochen alle, die das nicht über die, also man muss den Menschen vielleicht auch eine Brücke bauen an manchen Stellen und dann geht's uns, und zwar die Botschaften tatsächlich wichtig. Und während jeder sagt, oh, ich könnte 10 Geschichten erzählen, war es echt schwierig, Leute zu finden, die das machen. Und
Da bin ich dir dankbar immer noch, weil du warst wirklich der Erste, der jemals bei uns intern auf diesem Stuhl gesessen hat. Und es war Freitagnachmittags und wir wussten überhaupt nicht, so Freitagnachmittags, Work-Life-Balance. Ja, und ich finde, die hören wirklich sehr konzentriert zu und ja, war ein Erfolg. Ja, dann, was haben wir noch so getan? Wir haben jetzt nur mal so ein paar rausgesucht. Nachdem wir ja diese schwere Kost mit der Dienstleistung von Führungskraft hatten, war klar, wir müssen irgendwas Liebevolles machen. Also das war uns klar, was mögen Menschen, mögen Schokolade, wir müssen irgendwas mit Schokolade machen. Und das war die erste Sag-Danke-Aktion, also auch Frankfurt, 10.11.15. Die Idee war, man hat es auch an Paul gemerkt, wie wichtig Feedback ist und das idealerweise in der Form von Stärken stärken. Also nicht hier jetzt, ich muss dir mal Feedback geben, das hat mir überhaupt nicht gefallen, sondern tatsächlich mal den Fokus auf Dinge zu legen, die gut laufen, die man als selbstverständlich nimmt, aber die einfach nicht selbstverständlich sind. Also dieses Müh mehr, was zwischen Menschen vieles möglich macht. Und wir haben damals, ich habe 36 Paletten Schokolade bestellt. Ich wusste nicht, dass es Kudo-Karten gibt. Und wir haben tatsächlich jedem Mitarbeiter 4 Tafeln Schokolade gegeben, unterschiedliche Sorten, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, jeder fragt, wer hat eigentlich die Sorten ausgesucht, 4 unterschiedliche Sorten, jeder konnte sich seine Lieblingsschokolade für sich behalten als Dankeschön und 3 andere Tafeln verschenken und da war so ein Aufkleber, ein handgeschriebener Brief unserer Vorsitzenden der Geschäftsführung von der Christa Köhn und dieser Kuli und es war in einer Woche, das war das eigentlich, das war zentriert auf eine Woche und es fing ein großes Schenken so zwischen den Leuten an und es war auch sehr cool. Und ja, ich glaube, da sind wir uns das erste Mal wirklich begegnet. Ne? Ich erinnere mich auch noch auf jeden Fall an die Aktion, weil das wirklich übel war. Wir sind also tagelang schweißtreibend komplett bei uns durch die Gebäude gerannt und haben Tafeln Schokolade verteilt. Also war ein richtig anstrengender Job, aber es gab auch sehr tolle Gänsehautmomente, wirklich. Also man hat das gesehen, wenn am Nachbartisch jemand da auf einmal so eine Schokolade sah mit einem Dankeschön drauf von jemandem, von dem er es überhaupt nicht erwartet hatte. Und das sind Sachen, die bewegen nochmal ganz anders als jetzt eine PowerPoint-Präsentation zum Beispiel. Mittlerweile haben wir Kudokan. Wir haben eigene tatsächlich und das ist das Team Culture for Success, weil wir stehen heute stellvertretend da, aber das ist eben einfach Menschen, die es heute immer noch bottom-up, diese Leidenschaft und vielleicht auch diesen Idealismus mitbringen und Dinge machen, um Menschen nochmal anders in Begegnung zu bringen. Genau, deswegen Feedback ist ein Geschenk. Wir machen eigentlich jedes Jahr so nochmal so eine zentrale Woche, dass man sich nochmal positive Dinge erzählt. Mhm. Okay, wir haben sehr viel mehr gemacht. Ja. Das könnt ihr hier sehen, 2015, so ein bisschen an dem Zeitstrahl mal die großen, wirklich großen Dinge, die da aus der Initiative entstanden sind, mal dargestellt. Und ihr müsst das nicht alles lesen können. Aber ich glaube, die Folien werden sowieso hinterher nochmal verteilt, dann könnt ihr es nochmal im Detail euch anschauen oder nachher in der Q&A-Session können wir auch nochmal drauf eingehen. Aber so zwei, drei Dinge können wir vielleicht mal rausnehmen. Ihr seht zum Beispiel hier oben Entkopplung, Mitarbeiterdialog und individuelle Leistungspunkte. Dieser sperrige Begriff, jeder kennt den vielleicht, zumindest jeder, der im Konzern unterwegs ist, diese Leistungsbeurteilung, diese jährliche. Und das Ganze eingebettet in ein wunderbares, wertschätzendes Gespräch mit der Führungskraft. In der Regel war das immer ätzend. Alle sind frustriert rausgegangen, sowohl die Führungskraft als der betroffene Kollege, der da seine Leistung beurteilt bekommen hat. Und die Initiative hat es geschafft, das abzuschaffen. Ja. Hat es wirklich, die Initiative hat das hinbekommen und das ist ein Riesending, weil da immer noch mal unser Konzern mit 300.000 Menschen sozusagen drauf schaut und die natürlich gesagt hat, ihr seid irre, wie soll das jetzt funktionieren, ja? ohne diese Leistungsbeurteilung. Wir haben das jetzt seit inzwischen 2 Jahren und klar, funktioniert super, ist ja, ja
Die Besonderheit ist halt, weil wir diesbezüglich im Konzernkonstrukt sind. Und ich glaube, wir haben selber nicht gedacht, dass wir das ermöglichen können. Wir haben aber gemerkt, dass Führungskräfte sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darunter leiden und das einfach kontraproduktiv ist. Also man kann Menschen nicht motivieren, aber man kann sie demotivieren. Und das war so ein Instrument. Obwohl es um Geld geht, weil ja keiner sagt, oh nee, ich habe schon genug. Aber der Prozess alleine war irgendwie nicht auf das, was wir hier vorhaben, weil wir brauchen Veränderung und das ist nicht das passende Instrument. Genau, warum haben wir die Folie mitgebracht? Weil wir tatsächlich sagen wollten, wie viele einzelne Impulse wir gesetzt haben. Es ist einfach viel gewesen und ich glaube, das bedarf es auch, so unterschiedliche Arten und Weisen. Während dieser 2 Jahre, also es war klar, dass dieses Programm Code Zukunft und die Initiativenarbeit auf 2 Jahre sind. Und das Größte für uns war, wir müssen es schaffen, dieses Thema kulturell zu verankern. Also das darf nicht vorbei sein und danach gehen wieder alle zurück, sondern das Größte, was wir schaffen können, ist die Bottom-up-Bewegung zu verankern. Und das haben wir auch geschafft. Und zwischenzeitlich, jetzt überholen sich die Dinge so ein bisschen, hat sich aus diesen einzelnen Initiativen, die doch viel enger aneinander haken, Kultur wurde sehr oft weggelächelt und jetzt war klar, das ist der Verbinder für alles. Also ich bin der absolut tiefsten Überzeugung, dass ein gutes Team jeden schrecklichen Prozess überwindet, weil das Team einfach gut ist, aber umgekehrt ist es nicht möglich. Der beste Prozess macht kein gutes Team und es wird nicht ins Fliegen kommen. Solche Dinge treiben uns an. Was ist in der DB Systel danach passiert? Wir haben jetzt, das Programm ist zu Ende, aber die kulturelle Bottom-up-Bewegung ist unter dem Thema Mindchange verankert. Wir haben direkten Draht in die Unternehmensentwicklung und zur Geschäftsführung und auch heute noch können Menschen für ihre Idee pitchen, von der sie überzeugt sind, dass sie etwas für die Kultur, die wir brauchen, einzahlen. Genau, und ihr seht, es gibt hier immer noch viele, viele Events, sage ich mal, die so punktuell Impulse setzen, aber wir haben auch in der Mitte, seht ihr das, regelmäßige Dinge, regelmäßige Events, also beispielsweise wir haben ein Treffen unserer Management 3.0 Community, die auch offen ist, wo auch immer mal Gäste kommen von anderen Unternehmen oder auch aus dem Konzern. Wir haben inzwischen auch eine Community in Berlin, wo wir auch einen Standort haben zum Management 3.0. Wir haben ganz spannend Impro-Theater, finde ich mega, also gerade für mich war das sehr hilfreich, weil es schon ein Thema ist, sage ich mal, so über seinen Schatten zu springen und sich auf eine Bühne zu stellen und dann mal so Dinge zu machen, die so einem vielleicht gar nicht so liegen. Also wirklich Komfortzone ganz explizit verlassen ist das für mich gewesen und eine ganz schöne Sache, Impro-Theater. Wir haben natürlich WOL auch bei uns am Laufen, wobei wir es nicht so hypen, wie es auf Twitter gerade ist. Ja, für uns ist es einfach ein Mittel, um den Neueinsteigern, aber auch anderen Kollegen das Netzwerken zu erleichtern und zu unterstützen. Genau. Also wir mischen halt Dinge, die marktüblich sind, die draußen passieren, wo auch immer und entwickeln aber gleichzeitig auch eigene Formate, wie zum Beispiel den Kulturespresso oder das Kulturcafé und bringen eben Menschen tatsächlich zusammen, um andere Begegnungen zu ermöglichen und gerade über diese persönlichen Ebenen dann anzuknüpfen und auch einen besseren Job zusammen machen zu können. Was ist bei der DB Systel passiert? Auf welchem Weg befinden wir uns gerade? Vielleicht zur Einordnung. Wir sind tatsächlich gestartet über das Thema, wir möchten die Pyramide kippen, gedanklich, im Kopf. Also ich habe eine Kollegin, die dachte so, ja, jetzt Revolution. Nee, das ist schon nur so wörtlich gemeint. Also und ich so, echt? Aber jetzt passiert es wirklich. Also sie hatte recht, weil wir haben da viel angezettelt, auch vieles an Gedankenanstößen. Und dann haben wir gemerkt,
wir brauchen nicht nur eine andere Kultur, sondern alles drumherum dürfen wir uns anschauen und anders machen. Das heißt, wir beide befinden uns ja in Teams. Wir befinden uns mit den Teams in der Transformation. Wir selber sind begleitende Rolle, um das möglich zu machen und haben eben auch noch diesen Bottom-up-Gedanken für den kulturellen Wandel. Ja, und heute ist das interessante Konstrukt eigentlich, die Doris als Mitarbeiterin ist sozusagen der Facilitator von dem großen kulturellen Thema Mindchange und ich bin ihr Mitarbeiter als immer noch Führungskraft. Also ist auch ein ganz interessantes Konstrukt. Ja, genau. Und das ist halt Umdenken im Kopf. Viele sagen, ja, wie soll das denn gehen, wenn er jetzt, ne, es geht. Also wenn wir einfach vergessen, diese Rollen als Akteur und uns als Mensch begegnen, dann geht ganz viel. Einer meiner Slogan ist, du machst einen Unterschied, so oder so, also jeder von uns. Und ich glaube, es ist mal gut dran getan, nachzudenken, welchen Unterschied möchte ich denn eigentlich machen, wofür möchte ich stehen. Und ich glaube, jeder einzelne dieser Impulse kann sofort jeder irgendwie mit anfangen und mal gucken, ob das auf Resonanz stößt und Leute zum Mitmachen anregt. Anstoß für die DB Systel war eine Nichtnennung beim Konzerntreff, der hat 2014 stattgefunden und man brachte die DB Systel als stabilen Dienstleister, aber eben nicht mit den sexy innovativen Themen zusammen. Wir hatten Konzerntreff 2018. Wie war es? Genau, also nur noch mal zur Einordnung. Weltweite Führungskräftekonferenz des Konzerns, da kommen 3000 Führungskräfte von überall her. Und 2014 gar nicht erwähnt, 2017 sah es so aus, wir haben glaube ich ein Foto. Nee, 18, dieses Jahr. 2018, ja. Genau, aber wir haben trotzdem ein Foto davon. Ja, wir haben mehrere. Wir haben sogar mehrere. Also ihr seht es hier unten, wir waren mit, ich weiß nicht, wie viele Themen waren wir vertreten auf dem Konzerntreff? Mit 26 innovativen Themen vor Ort und mit einem separaten Stand, den wir auch zusammen mit der Transformation hatten, zum Thema Selbstorganisation. Und das sind so ein paar Bilder und Impressionen, wie es da aussieht und nochmal die Basis unseres Schaffens. Es dreht sich bei uns in der Kultur alles um das definierte Menschenbild. Also wir haben wirklich ein ausformuliertes Menschenbild in der DB Systel und um die Werte. Und die hängen nicht nur in der Eingangshalle, sondern die werden auch verwendet für Gamification-Ansatz. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für mich? Wie kann eine Veränderung aussehen? Woran erkenne ich, dass jemand sich so verhält? Und da wird sehr viel von uns zugemacht und angeboten. Und wir haben einen Weg vor uns und ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Genau, das war unser Weg und wenn ihr noch Fragen dazu habt, können wir gleich im Anschluss nochmal eine halbe Stunde oder so drüber sprechen, aber wir sind heute den ganzen Tag da, also sprecht uns gerne an und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ja, danke euch. So, ein oder zwei dringende Fragen können wir noch annehmen, bevor wir dann gleich auch die Q&A-Session noch anbieten. Aber gibt es ein oder zwei pressierende Fragen, die ihr an die beiden adressieren möchtet? Ja. Hallo, Manuela Grundner. Danke für den spannenden Einblick. Die Frage, die ich noch habe, ist, von wem ist es denn ausgegangen? Also hat es auch einen Vorstand gegeben, der gesagt hat, macht's? Oder hat wer von unten gesagt, wir machen und der Vorstand hat nicht gestoppt? Also ich würde sagen, wir haben eine glückliche Konstellation, weil wir beides hatten oder mehrere Dinge. Wir hatten eine Bottom-up-Bewegung, die schon kam, bevor sozusagen unser Top-Management gesagt hat, wir wollen diesen Weg gehen. Dann ist aber auch das Top-Management hat gesagt, wir wollen diesen Weg gehen, sodass wir eine Bottom-up, Top-Down-Bewegung hatten. Und, das muss man vielleicht auch nochmal hier erwähnen, das ist nochmal ganz interessant, wir haben sogar einen Betriebsrat, der da mitzieht. Und das ist in vielen Unternehmen eben auch nicht so. Also wir haben einen Betriebsrat, der sich da sehr modern aufstellt. Da haben wir sehr viel Glück. Eine Frage war hier vorne, glaube ich, noch, ne? Dann, genau, den Rest dann in der Q&A leider. Bei einer Firma von der Größe, bei dem Umbruch, sind denn da auch Leute auf der Strecke geblieben? Also ich stelle mir jetzt vor, gerade mittleres Management, dass die damit durchaus Probleme hatten und ich weiß nicht, ob man das erreichen kann, dass jeder da mitgeht. Wie waren da Ihre Erfahrungen?
Also unser Ziel ist es, wir machen es nicht, um Personal zu reduzieren. Das ist wichtig. Im Gegenteil, wir haben dieses Jahr fast 500 Leute eingestellt. Und ich glaube auch, dass Führung wichtiger wird als jemals, aber eben Führung. Und wir wollen wirklich alle Leute in ihrer Kraft, wo auch immer die sein mag, unterstützen, haben auch dafür viele Rahmenbedingungen gesetzt, interner Coachpool, begleitende Rollen und dann liegt es an jedem selber. Tatsächlich ist es der Weg, den ich gehen kann und bin ich mit meiner Art im richtigen Unternehmen. Ja. Kann ich noch was ergänzen? Also um ganz ehrlich zu sein, wir sind ja auf einem Weg und es ist ganz klar, dass nicht jeder diesen Weg mitgehen kann oder möchte. Aber wir haben jetzt noch nicht so, eine Gegenrevolution oder dass Leute unser Unternehmen deswegen verlassen haben. Also wir hoffen immer noch und wir gehen davon aus, dass wir Leute auch unterstützen können, diese Veränderung zu gehen. Aber es wird, das ist ganz klar, bei 4.200 Mitarbeitern wird man nicht jeden mitnehmen können oder wird auch nicht jeder mitgehen wollen. Das wird passieren, definitiv. Okay. Super, ja, vielen Dank euch beiden.